Ja, herzlichen Dank, Martin, für die Einführung und auch für die Einladung. Auch vielen Dank an Anja Lemke. Und ja, dass Sie da sind. Freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, ein paar Überlegungen anzustellen zum Thema Fabulieren. Und ich habe es ein bisschen runtergedimmt, nicht mehr ein Entwurf einer Philosophie der Fiktion, sondern nur ein bisschen vorsichtiger. Vor allem vielleicht auch deswegen, weil ich einen Kernteil sozusagen der bisherigen Ausarbeitung weglasse, weil es schon viel zu groß geworden ist, sozusagen. In vielen neuen Büchern, ökologischen, dekolonialen oder queerfeministischen Typs, wird das Fabulieren als Quelle eines Erzählens bezeichnet, das mit alternativen Zeitdiagnosen und Weltbeschreibungen gängige Meinungen über das Fortschrittliche kapitalistischer Strukturen auf Abstand hält. Donna Haraway spricht von spekulativem Fabulieren, Sadia Hartmann von kritischem Fabulieren, Tavia Nyong'o, habe ich hier mitgebracht, von Afro-Fabulations. Anna Tsing will in ihrer Studie über Matsutake-Pilze unserer Fantasie auf die Sprünge helfen und davon erzählen, Zitat, wie ein gemeinsames Überleben bewerkstelligt werden könnte. Eine Fantasie von zahlreichen welterzeugenden Bestrebungen. Zitat Ende. Die Tragetaschentheorie der Fiktion von Ursula Le Guin ist in all diesen Zusammenhängen eine oft wiederkehrende Referenz. Im Hintergrund ist noch eine andere philosophische Inspiration wirksam, die auf Henri Bergson zurückgeht. In Les deux sources de la morale et de la religion von 1932 entwickelt er eine Konzeption der Fabulation oder Fiktion, die den Akt bezeichnen, phantasmatische Vorstellungen hervorzubringen. Sie sind auf ein vitales Bedürfnis zurückzuführen, der Sozialität auflösenden Kraft der individuellen Intelligenz entgegenzuwirken. Mit ihren bildhaften Vorstellungen stehen sie im Kontext der statischen Religion, wie er das nennt, die die kollektive Verbundenheit abzusichern vermag. Mit Lucien Lévy-Brûle spricht Bergson von einer primitiven Mentalität, die in psychologischen und ethnologischen Studien mit illusorischen Wahrnehmungen oder unvernünftigen Formen des Aberglaubens koexistiert. Allerdings sind es eben diese Formen, die eine spezifische gesellschaftliche Funktion innehaben. Zitat Bergson, eine Verteidigungsmaßnahme der Natur gegen die Intelligenz. Zitat Ende. Nun klingt das womöglich etwas fremdartig, aber deshalb auch nicht unbedingt vielversprechend. Tatsächlich ist die Fabulierfunktion bei Bergson in eine voraussetzungsvolle Theoriebildung eingespannt, die in Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Entwicklungen in den Kultur- und Sozialwissenschaften, vor allem der Durkheim-Schule, wenigstens auf die Grundlinien einer ziemlich umfassenden und historisch breit angelegten Sozial-, Moral- und Religionsphilosophie abzielt. Dies alles zu rekonstruieren, ist hier nicht meine Aufgabe. Tatsächlich meine ich, dass die Aktualität von Bergsons Fabulieren über eine spezifische Lesart derselben vermittelt ist. Sie findet sich bei Gilles Deleuze, zum Beispiel inmitten seiner gemeinsam mit Félix Guattari geschriebenen Seiten über die Kunst in Qu'est-ce que la Philosophie von 1991. Okay, was machen wir jetzt hier? Entschuldigung. Da steht zu lesen, dass die künstlerische Fiktion, wie sie sich insbesondere in der modernen Literatur dokumentiert, auf einer schöpferischen Fabulation basiert, die Bergson im zweiten Kapitel von Les deux sources als ein von der Fantasie sehr verschiedenes visionäres Vermögen analysiert habe. Zitat: Sie besteht darin, Götter und Geister. Götter und Geister zu erschaffen, jene halbpersönlichen Mächte oder wirksamen Gegenwarten.
Sie wirken zuerst in den Religionen, entwickeln sich dann aber frei in Kunst und Literatur. Auch diese Erläuterung ist merkwürdig. Sie signalisiert, dass es sich beim Fabulieren um eine Kunst handelt, die mit halbpersönlichen Mächten oder wirksamen Gegenwarten, die Ausdrücke sind Bergsons Text entnommen, zu tun hat. Das heißt nicht mit unwirklichen Erdichtungen im Verständnis einer Fantasie, die sich andere Welten nur ausdenkt. Wie aber ihre Gegenwart genauer beschaffen ist, das bleibt zunächst unklar. Vielleicht abgesehen davon, dass die Subjektivität halbpersönlicher Mächte eine irgendwie fragmentierte sein wird. Der Hinweis darauf, dass sie sich zuerst in den Religionen bemerkbar machte, scheint die von Bergson vorgenommene Zuordnung zu den statischen Religionen zu relativieren. Das betrifft dann auch die Rede von den phantasmatischen Vorstellungen eines primitiven Aberglaubens, dem mit gleichsam zivilisationstheoretischer Stringenz eine individuelle und freie Intelligenz entgegengesetzt werden konnte, bei Bergson, eben nicht bei Deleuze. Im zweiten der Kinobücher von Deleuze, L'Image-Temps von 1985, finden wir genauere Aufschlüsse. Im Übergang von der Erinnerung zu den Träumen liegt eine Hinwendung zu den virtuellen Bildern. Die Verwirrungen des Gedächtnisses und das Misslingen des Wiedererkennens konfrontieren den Film mit psychischen Anomalien, mit, zitiere, Amnesie, Hypnose, Halluzination, Delirium, Visionen und mit Träumen und Albträumen. Traumbilder entstehen aus der Bewegungsunfähigkeit einer Person bei äußerster sensomotorischer Entspannung, wie es dort sozusagen mit Bergsonschen Begriffen heißt, die sich ihren visuellen und auditiven Empfindungen ausgeliefert fühlt. Aus dem Unbewussten tauchen Bilder einer von der Gegenwart abgelösten Vergangenheit auf. Kindheitserinnerungen, Fantasien, Déjà-vu-Eindrücke. All dies sind quasi mit Bergson Phänomene des Fabulierens, die aus einem, wie er es nennt, virtuellen Instinkt heraus entstehen. Deleuze kommt explizit darauf zu sprechen, wenn er insbesondere im dekolonialen Kino, etwa bei Pierre Perrault, das Wiederfinden der einfachen Funktion des Fabulierens hervorhebt. Was es erfassen muss, ist das Werden einer realen Person, die der Film auf frischer Tat beim Fingieren, beim Legendenbilden ertappt. Das Fabulieren ist weder eine Rückkehr zum Mythos noch eine persönliche Fiktion. Vielmehr ist es ein Sprechakt, der im Sinne des Minoritärwerdens kollektive Aussagen produziert. Zitat: Nicht der Mythos eines vergangenen Volkes, sondern das Fabulieren eines künftigen, so Deleuze im zweiten der Kinobücher. Dabei geht es um eine fingierte Kollektivität, die im Fabulieren gleichsam real entsteht und die sich ebenso vom genial kreativen Künstlerinnen-Subjekt als auch vom traditionellen Verständnis eines in kultureller, nationaler oder religiöser Hinsicht identitätsstiftenden Mythos absetzt. Im Weiteren möchte ich einige Problemstellen einer philosophischen Behandlung der Fiktion identifizieren und Ideen entwickeln, wie mit ihnen umzugehen wäre. Ich beginne damit, mit Bergson das Fabulieren als eine Aktivität zu begreifen, die in ihrer visionären Eigenart den klassischen Gegensatz zwischen dem Realen und dem Imaginären hinter sich lässt oder modifiziert. Dieser Gegensatz verbindet sich mit dem epistemischen Grundverhältnis des Wirklichen und des Möglichen, das von Bergson kritisch zum Thema gemacht worden ist. Die Umarbeitung dieses Verhältnisses lässt sich terminologisch und wiederum mit Bergson mit dem Begriff der Virtualität fassen. Sie wird nicht dem Wirklichen, sondern der Aktualität entgegengesetzt. Die hier ins Spiel kommenden aristotelischen Implikationen können adressiert werden, indem ein Bezug auf die Poetik hergestellt wird. Zweitens, und diesen zweiten Schritt werde ich ganz kurz machen, wird ausgehend von der poetologischen Auszeichnung der Dichtkunst eine metaphysische Ambivalenz rekonstruiert, die die Begriffsgeschichten von Fantasie, Imagination, Fiktion und Einbildungskraft durchzieht und bis in die Gegenwart hinein wirksam ist.
Anhand der Träume eines Geistersehers, einer Schrift Kants aus dem Jahr 1766, werden zwei Deutungen der Fantasie unterschieden, die über die Aufklärungszeit hinaus ein Schema etablieren, das sowohl ästhetische Wertschätzung als auch ihre epistemische und moralische Kritik nachvollziehbar macht. Diese Einschätzung der Fantasie kann bis in die diskursiven Strategien der Zurückweisung des Aberglaubens als Phantasterei beziehungsweise der Nobilitierung des schönen Scheins, wie im deutschen Idealismus, hineinverfolgt werden. Parallel zu ihnen sind zwei verschiedene Begriffe des Allgemeinen im Gebrauch, die im allgemeinen Willen der politischen Vertragstheorie beziehungsweise in allgemein verbreiteten Redeweisen der Alltagssprache gründet und auf das Kollektiv der Geisterwelt oder eben einer bürgerlichen Öffentlichkeit bezogen ist. Zuletzt möchte ich zeigen, und das mache ich vielleicht dann wieder etwas länger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, wie Bergsons Fabulieren dieses metaphysische Schema außer Kraft setzt. Damit existieren gleichsam drei unterschiedliche begriffliche Positionen, die die Mehrdeutigkeit im Gebrauch der Wörter Fantasie, Imagination, Fiktion und ihre dyadische oder triadische Modellierung in der Literaturtheorie erklären kann. Wenn zum Beispiel in der Literaturgeschichte eine im Realismus kulminierende Entwicklungstendenz ausgemacht wird, so wird diese als eine der Antifiktion nach Marquardt bestimmbar sein. Zugleich ist es aber auch möglich, dass die Fiktion im Sinne des Fabulierens nach Bergson gerade aus der Aufhebung des Gegensatzes von realer und scheinbarer Welt hervorgeht. Wie Proust sagt und also auch als Bergson-Leser und Deleuze gerne zitiert, ist das Virtuelle real, ohne aktuell zu sein. Allerdings sind an dieser Stelle wieder Differenzierungen möglich. Illusionen, Ideologien, Wahrheiten als ob, Simulationen können in ihrer realen Wirksamkeit affirmiert werden, ohne dass sie bereits als belastbare künstlerische Verfahren, geschweige denn als philosophische Quintessenzen anzusehen wären. Das Fabulieren im dekolonialen Kino bestimmt sich aus seinen kollektivierenden Qualitäten. Und in ihnen finden wir eine feministisch-archivarische Praxis wieder, im Virtual Museum von Griselda Pollock beispielsweise. Darauf werden wir morgen eingehen im Seminar, also wer dabei sein wird. Im Umgang mit dem kolonialen Archiv nach Saidiya Hartman oder auch im Gebrauch der Tragetasche von Ursula Le Guin, die nicht nur eine andere Geschichte der evolutionären Anthropologie zu erzählen erlaubt, sondern überdies dazu einlädt und selbst dazu beiträgt, Geschichten anders zu erzählen. Zum ersten Teil. Auf der Grundlage seiner Überlegungen über die schöpferische Entwicklung begreift Bergson die Fabulation als eine Funktion des Lebens. Genauer gesagt ist sie eine Funktion des menschlichen Lebens, die einen Ausgleich zwischen der typisch menschlichen Intelligenz und der Soziabilität, verstanden als zwei wesentliche Aspekte des Elan Vital, herbeiführt. Als solche gehört sie zur statischen Religion geschlossener statt offener Gesellschaften, ist auch sein Begriff, und findet in ihr ihren Existenzgrund. In diesem Entwicklungsstadium des Menschen sorgt die Fabulation dafür, dass der in der Ausbildung der Intelligenz angelegte Verfall eines quasi instinktiv gesicherten sozialen Zusammenhalts verhindert werden kann, der allein das Überleben der Gattung garantiert. Aus einer Virtualität von Instinkt heraus, die um die Intelligenz herum fortbesteht, werden imaginäre Vorstellungen generiert, die als ein Gegengewicht zur Intelligenz und ihren freien selbstbezogenen Handlungen fungieren. Sie sind beispielsweise in Mythen eingebunden, in Regeln und Gebräuche der von Bergson sogenannten primitiven Religion. Allerdings ist das Fabulieren nicht von Anfang an personifizierend. Es verschafft sich zunächst eher ein Bild der Handlung, die weder eine Sache noch eine Person vorstellt. Diese Handlung ist quasi implizit vorhanden im Sinne einer Primitivität,
die nicht durch die Vererbung erworbene Eigenschaften, wie es damals üblich war, nach Lamarck oder Spencer, überwunden werden kann. Nach Bergson kommt hier ganz natürlich das Bild einer fortdauernden Seele ins Spiel, der Schatten eines Körpers, der mit dem Prinzip einer Kraft oder einer Fähigkeit des Handelns ausgestattet wird. An diese elementare Idee hängt sich womöglich eine entfesselte Fantasie und bringt die verrücktesten und übertriebensten Formen des Aberglaubens hervor, nach Bergson. Aber im Kern bleibt die primitive Seele im Menschen erhalten. Sie zeigt sich in der Entwicklungspsychologie des Kindes und insistiert gewissermaßen unterhalb der zivilisatorischen Institutionen. Wie genau also sind die Wesenheiten der ursprünglichen Fabulation beschaffen? Bergson diskutiert sie anhand von Ereignissen, die Menschen widerfahren. Ein Erdbeben, ein Unfall, der uns unmittelbar bevorsteht. Sie manifestieren sich als Phänomene, die dauern oder als dauernde erfahren werden. Als solche sind sie gleichsam beseelt. Durch Fabulieren auf ein lebendiges Agens, eben wirksame Gegenwarten oder Persönlichkeitselemente bezogen. Und es ist das Ereignis selbst in seiner fabulierten Manifestation, das uns erwählt oder sich uns zuwendet, also das Erdbeben etwa. Oder so erscheint es. Diese Überzeugung drängt sich auf, sie ist nicht ein Produkt der Reflexion, sondern eines der Vitalität. Die Geister der Wälder oder der Flüsse sind zunächst eben nichts anderes als der Wald oder die Quelle selber, verstanden nicht als Personen oder Dinge, sondern als Phänomene, die in ihrem wohltätigen Wirken dauern und als solche erfahren werden. Zitiere Bergson, dahin gehört der Akt, dass man uns zu trinken gibt, Zitat Ende, mitsamt all seinen impliziten Bezügen, den Durst zu stillen, zu partizipieren in einer vertrauten Welt, die in der intellektuellen Analyse des Geschehens verschwinden. Im Gebiet des Lebens ist das, was der Analyse als eine unendliche Komplikation erscheint, der Intuition als ein einfacher Akt gegeben, so Bergson. In sie ist die Fabulation verwickelt, nicht sofern sie Teil einer Fantasie ist, die generell ihre Gegenstände im Unterschied zu Wahrnehmungen und Erinnerungen irrealisiert, sondern als Erfinderin, Zitat, jener halbpersönlichen Mächte oder wirksamen Gegenwarten, die am Ursprung der Religion stehen und sich aus den Existenzbedingungen der menschlichen Gattung, so Bergson, ableiten. Lassen wir also die Fantasie beiseite, die nur ein Wort ist, und betrachten wir ein ganz bestimmtes Vermögen des Geistes, nämlich die Fähigkeit, Persönlichkeiten zu schaffen, deren Geschichte wir uns selbst erzählen. Zitat Ende. Diese Fähigkeit entfaltet sich in der Mythologie, wenn Geschichten über Gottheiten und ihre Welten ausgesponnen werden, und ebenso in Romanen oder im Theater, wenn ein fiktives Geschehen mitreißende Qualitäten gewinnt. Bergson bezeichnet diese Seite des Fabulierens als, Zitat, eigentümliches Vermögen der absichtlichen Halluzination, sofern es in die Erfahrung und Erzählung eines Phänomens eingebunden ist. Anders gesagt, entwickelt sich das Fabulieren als ein intuitives Geschehen aus den virtuellen Dimensionen der Dauer im Sinne passiver Zeitsynthesen heraus. Es lässt sich trotz seiner konstatierten phantasmatischen Aspekte von der Fantasie unterscheiden, wenn diese als ein subjektives Vermögen der reproduktiven Einbildungskraft bestimmt wird. Als ein solches ist es im platonischen Sinne mimetisch und produziert quasi Abbilder von wirklichen Dingen. Ihr Material ist sozusagen die wirkliche Welt. Und seine Verarbeitung besteht darin, beliebige Teile miteinander zu kombinieren und auf diese Weise imaginäre Gebilde zu erschaffen. Das resultierende Imaginäre ist phänomenologisch gesprochen ein intentionales Objekt, das wesentlich dadurch charakterisiert ist, dass es als nicht wirklich oder, wie Sartre zum Beispiel sagt, irreal vorgestellt wird. Es gehört in einen Raum der Möglichkeiten, der sich von dem einzig Wirklichen unterscheidet, selbst wenn sie als Vorstellungen des Imaginären
wirkliche Vorstellungen sind. Die Fabulation dagegen kann in diesem Schema des Wirklichen und des Möglichen nicht untergebracht werden. Sie gehört zu einer Virtualität, die Bergson im Durchgang durch eine Kritik am Begriff des Möglichen genauer zu fassen versucht. Virtuell ist, was nicht nur möglich ist, oder es ist das, was anders möglich ist, eine nicht durch Aktualität oder Gegenwart bestimmbare Möglichkeit. Nach Bergson existiert eine philosophische Illusion, die das Mögliche abstrakt als eine Voraussetzung des Wirklichen begreift. Zitiere: Das Mögliche wäre von vornherein dagewesen wie ein Gespenst, das auf die Stunde seines Erscheinens wartet. Zitat Ende aus einem kleinen Text von Bergson, Das Mögliche und das Wirkliche von 1930. Es enthält zwar alle wesentlichen Bestimmungen einer Sache, und doch fehlt ihm etwas, das ihm völlig unzugänglich bleiben muss, seine Realisierung. Ich zitiere ihn nochmal, das so verstandene Mögliche gehört in keinem Grad zum Virtuellen, zu dem in idealer Hinsicht vorher Existierenden. Das ist eine Umschreibung des Virtuellen. Diese ideale Präexistenz des Virtuellen übertrifft das Reale. Im Unterschied zum abstrakten Möglichen enthält sie nicht weniger, sondern mehr als das Reale. Die Überlegung Bergsons ist diese. Seiner Meinung nach reduziert sich das Wirkliche nicht auf eine Anzahl abstrakter Wesenheiten, die ihm in der Ewigkeit zugrunde liegen. Vielmehr handelt es sich um ein zeitliches Geschehen, das ebenso unbestimmt und unvorhersehbar ist, wie es permanent Neues generiert. Wenn daher von der Möglichkeit des Wirklichen die Rede sein soll, so muss diese Möglichkeit gleichzeitig mit der Wirklichkeit entstehen. Ich zitiere ihn, so vollzieht sich nach rückwärts eine beständige Umbildung der Vergangenheit durch die Gegenwart. Zitat Ende. In ihr liegt die Möglichkeit des Wirklichen, sofern das Wirkliche seine eigene Möglichkeit mit sich bringt. Von neu auftretenden Ereignissen wird man nur sagen können, dass sie einmal möglich gewesen sein werden. Ich zitiere nochmal, in demselben Maße, wie die Wirklichkeit sich erschafft als etwas Unvorhersehbares und Neues, wirft sie ihr Bild hinter sich in eine unbestimmte Vergangenheit. Sie erscheint so als zu jeder Zeit möglich gewesen, aber erst in diesem Augenblick beginnt sie, es immer gewesen zu sein. Deshalb ist die als Virtualität gedachte Möglichkeit eine, die zum Wirklichen noch die Spiegelung des Gegenwärtigen im Vergangenen hinzufügt. In Klammer, nach Georges-Louis Borges enthält der Quixote von Pierre Ménard den Text von Cervantes und noch unendlich viel mehr. Das wäre, glaube ich, auch eine Anwendung dieser bergsonschen Überlegung, die beide eben auf Leibniz zurückgehen. Es macht keinen Sinn, von Möglichkeiten zu sprechen, nach Bergson, die ihrer eigenen Verwirklichung abstrakt oder schematisch vorausliegen. Die Vorstellung, zitiere, einer Möglichkeit, die sich durch einen Zuerwerb von Existenz realisiert, ist also eine reine Illusion. Zitat Ende. Stattdessen spricht Bergson davon, dass der Künstler gleichzeitig, also er spricht davon, dass der Künstler gleichzeitig das Mögliche mit dem Wirklichen schafft. Also ist hier maskulin der Künstler. Aber wir werden sehen, also bei Bergson gibt es einige Probleme. So gesehen ist eine Fantasie, die sich im Raum des irreal Möglichen aufhält, stets von einer Virtualität getrennt, die, wie im Fabulieren, mit ihrer Wirklichkeit zugleich ihre Möglichkeit hervorbringt. Inwiefern es aber produktiv ist, diese theoretische Differenz im Denken des Möglichen auf die Fantasie zu übertragen, möchte ich mit einem Blick auf die Poetik des Aristoteles klären, also zu klären versuchen. Schließlich fällt ins Auge, dass Bergsons Überlegungen zum Fabulieren eine bestimmte Nähe zur Poetik aufweisen und zudem genießt in ihr das Mögliche eine prominente Stellung. Nach Aristoteles ist es nicht die Aufgabe des Dichters, zu berichten, was geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen könnte und was möglich wäre, so Aristoteles in der Poetik. Geschichtsschreiber
Und Dichter, man könnte, also ich gender das hier nicht, ne, wenn es sich ganz klar sozusagen auf diese Autoren, auf diese Autoren bezieht, die hier sich eigentlich nur auf Männer beziehen, unterscheiden sich darin, dass der eine erzählt, was geschehen ist, der andere, was geschehen könnte. Ne? Also der Dichter in dem Fall erzählt, was geschehen könnte. In dieser Zuordnung der Dichtkunst zur Möglichkeit des Geschehens wird ihre philosophisch begründete Vorrangstellung gegenüber der Historie ausgemacht. Sie redet eher vom Allgemeinen, diese aber vom Besonderen, also die Historie vom Besonderen. Das Allgemeine wird auf die Handlung bezogen, die in der Tragödie nachgeahmt wird. Das heißt auf den Mythos im Sinne eines kohärenten Ganzen von Handlungen. Sie ist eine exemplarische Handlung, weil sie die tragische menschliche Existenz in angemessener oder erinnerlicher Dauer darstellt oder erzählt, was einzelne Menschen reden oder tun, was sie glücklich macht oder ins Unglück stürzt und die Affekte zur Aufführung bringt, die erregt und gereinigt werden. Wie Aristoteles sagt, ist dasjenige in der Tragödie überzeugend dargestellt, was möglich ist. Was nun überhaupt nicht geschehen kann, das halten wir auch dichterisch nicht für möglich. Was aber geschehen ist, von dem ist es klar, dass es auch geschehen könnte, konnte. Es wäre ja nicht geschehen, wenn es unmöglich gewesen wäre, so Aristoteles. Das von Aristoteles poetologisch thematisierte Mögliche könnte in einer Zuspitzung, die sich an Bergson orientiert, auf ein Denken der Mimesis als Repräsentantin der Dauer bzw. des Fabulierens bezogen werden. Schließlich ist die Nachahmung von Handlungen nicht nur das, was die Dichtkunst auszeichnet, sondern das Nachahmen selbst liegt in der menschlichen Natur nach Aristoteles. Es ist dem Menschen von Kindheit angeboren, es ist für ihn eine Quelle der Freude und durch es unterscheidet er sich, der Mensch, von den anderen Lebewesen, so Aristoteles. Aus der mimetischen Fähigkeit heraus entsteht erst die Dichtkunst. Sie ist nicht länger platonisch begriffen, sondern bezieht sich, wie gesagt, auf Handlungen, nicht auf Dinge. Sie ist eine Praxis und durch die Dichtung auf diese bezogen. Die mimetisch relevante Handlung, die quasi ein Leben exemplarisch zusammenfasst, kapriziert sich auf das Mögliche, sofern in ihm auf das Allgemeine, nicht in theoretischer, sondern in praktischer Hinsicht abgezielt wird. So, jetzt komme ich zu dem zweiten Teil und werde Ihnen nur so ein paar ganz wenige Dinge erzählen, um sozusagen diesen Zwischenschritt auch verständlich zu machen und so ein paar Punkte zu klären. Eigentlich würde ich jetzt sozusagen ausführlich den Text Träume eines Geistersehers von Kant besprechen, weil in diesem Text quasi exemplarisch gezeigt wird, wie die Fantasie kritisiert werden muss. Nämlich als eine Fantasie von Geisterseherinnen, sage ich jetzt mal. Also Geistererscheinungen sind gewissermaßen Fantasien, die in sich problematisch sind und deswegen kritisiert werden müssen. Könnte man sich natürlich fragen, was ist gewissermaßen aus der kantischen Perspektive eigentlich das Problematische an diesen Geistererscheinungen? Und interessant ist hier vielleicht zunächst, dass Geister als solche nicht das Problem sind für Kant. Geister sind gewissermaßen geistig sozusagen möglich. Also die kann es sozusagen als Geister schon geben. Also zum Beispiel die unsterbliche Seele nach Kant wäre so ein Geist, könnte man sagen. Oder auch Gott wäre so ein Geist. Und diese Geister sind im Prinzip möglich. Das Problem mit dem Aberglauben und mit der Fantasie beginnt erst an der Stelle, wo die Fantasien quasi so tun, als würden sie etwas vorstellen, was nicht eine geistige Existenz besitzt, sondern eine materielle Existenz. Also gewissermaßen durchsetzt es mit räumlichen Analogien etc. etc. Das heißt also wirkliche Gegenstände der Erfahrung zu sein. Und Swedenborg, der Geisterseher, den er behandelt in diesem Text, macht eben sozusagen den Anspruch, mit verstorbenen Seelen zu kommunizieren.
Da sagt Kant im Grunde nicht viel dazu. Das ist für ihn schon auch eine Möglichkeit, ne, die eben nicht ausgeschlossen werden kann. Aber in dem Moment, wo diese Geistererscheinungen so vorgestellt werden, als wären sie tatsächlich real im Sinne sozusagen der Realität materieller Erfahrungsgegenstände, in dem Moment muss sozusagen hier die Aufklärung kritisieren. Und diese Überlegungen können quasi auch exemplarisch eingebunden werden in so eine Fortschrittsgeschichte, die eben dann die Unterscheidung zwischen Realität und Imagination in diesem kritischen Sinne auch wendet. Ne? Und ein Stück weit ist hier diese Überlegung eben verknüpft mit einer aus meiner Sicht problematischen Erzählung, einer Fortschrittsgeschichte, der eben auch Bergson insoweit noch verhaftet ist, als er jetzt das Fabulieren eigentlich auf die statischen Religionen einschränkt. Und entsprechend sind eben auch seine Begriffe von Primitivität und so weiter äußerst problematisch, weil sie eben quasi eine frühe Phase der Menschheitsentwicklung irgendwie veranschaulichen. Ein ganz interessanter Nebenaspekt wäre auch noch gewesen, dass Kant deutlich macht, dass die geistigen Empfindungen, die Swedenborg in seinen Visionen tatsächlich hat oder zumindest artikuliert oder behauptet, dass er sie hat, dass Kant an der Stelle sagt, diese geistigen Empfindungen, die haben schon eine gewisse Affinität zur Fantasie. Also die Fantasie ist quasi eine Möglichkeit, wie diese geistigen Empfindungen sich veranschaulichen. Und hier gibt es so einen Verbindungspunkt, also dass es sowas gibt wie einen, könnte man sagen, vielleicht einen fabulatorischen Kern in der Fantasie, der aber verloren geht, wenn dann eben diese ja, Ansprüche erhoben werden, dass eine wirkliche Realität sozusagen mit diesen Geistererscheinungen verbunden ist. Genau. Kommt zum dritten und letzten Teil. Kants Umgang mit dem Geisterseher findet sich wieder in der religionskritischen Ablehnung des Wunderglaubens, in der geschichtsphilosophischen Geringschätzung der zivilisationslosen Primitivität oder auch in der anthropologischen Entwicklungshemmung nicht-europäischer Rassen, ne, wie Kant das nennt, oder was er sozusagen terminologisch auch fixiert. Also er hat da so einen gewissen Anteil an der entstehenden Rassenanthropologie im 19. Jahrhundert. In allen drei Fällen wird eine Fantasie assoziiert, die sich den Regeln objektiven Wissens oder seinen Möglichkeitsbedingungen widersetzt. Der Abspaltung eines armseligen Imaginären korrespondiert gleichsam seine Verwechslung mit einem eigentlich vom Imaginären ja strikt unterschiedenen Realen. Ihre Aufklärung gelingt, wenn der fantastische Schein durchschaut wird oder der Geist seine ihm eigene Idealität entdeckt. Also der Geist eben beim Geist sozusagen bleibt. Wie Sie wissen, ist der einzige Satz, den Kant aus der, rationalen Psychologie sozusagen beibehält, der einzige Satz, ich denke. Das ist gewissermaßen die Idealität des Geistes, die beibehalten werden muss. In den Geistererscheinungen liegt nur eine Spur Wahrheit. Die Idee eines Geistes, der nicht empirisch zum Gegenstand werden kann. Auch bei Bergson finden wir einige Rudimente der idealistisch-humanistischen Tradition, die aus meiner Sicht aufgegeben werden müssen. Zwar versteht er die Primitivität als eine, die nicht im Dunkel der Vergangenheit zurückgelassen werden kann. Und sein Fundamentalprinzip ist kein spirituelles, sondern eines der Vitalität. Dennoch macht er völlig klar, dass die statische Religion im Sinne einer Entwicklung des Lebens und mit ihr die fantastische Entstellung einer ursprünglichen Fabulation der dynamischen Religion zu weichen hat. Ich zitiere: Die dynamische Religion stellt sich der statischen, aus der Fabulation hervorgegangenen Religion so gegenüber wie die offene Gesellschaft der geschlossenen. Sie findet in den jüdischen Propheten, in der christlichen Mystik und Moral, der schöpferischen Kraft seltener großer Männer exemplarischen Ausdruck. Beziehungsweise auf gesellschaftspolitischer Ebene in den drei demokratischen Maximen der Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Nicht die aufklärerische Vernunft ist hier entscheidend, sondern der schöpferische Sinn oder die menschliche Intelligenz, die von einem Saum von Intuition umgeben ist. Mit der Preisgabe der religionsgeschichtlichen Distinktion angeblich primitiver Gesellschaften mitsamt ihrer vitalistischen Begründung öffnet sich das Feld der künstlerischen Fabulation, die nicht länger an ein menschheitsgeschichtliches Entwicklungsstadium gebunden ist. Die gegenwärtig anzutreffende Attraktivität des Fabulierens ist, wie gesagt, über ihre Adaption im zweiten der Kinobücher von Deleuze vermittelt. Es mag leicht sein, ihren Hauptzug in einer literarischen, filmischen Produktion kollektiver Aussagen zu erkennen, die sich nicht auf ein vergangenes Volk, sondern auf ein Fehlendes richten, indem sie an den Bedingungen seiner Hervorbringung arbeiten. Das fehlende Volk. Dagegen erfordert es einiges Nachdenken, das Fabulieren auf die literaturtheoretische Fiktion oder auch auf den ästhetischen Stellenwert der Fantasie zu beziehen. Tatsächlich sind hier mehrere Schritte notwendig, um die im Fabulieren angelegte Ablehnung des Imaginären richtig einzuschätzen. Es geht dabei nicht um die Wiederholung der antifantastischen Position der Aufklärungsphilosophie. Ebenso wenig spielt die romantische Nobilitierung der Fantasie als eine sinnliche Form des Geistes eine Rolle. Und selbst die in der Literatur- und Kunsttheorie angesiedelte These vom Ende fiktiv-illusionärer oder mimetisch-gegenständlicher Kunst von Worringer bis Greenberg erscheint in unserem Kontext allzu ehrgeizig und nicht wirklich verwendbar. Erich Auerbach hat den Gegenstand seiner Mimesis, zitiere, als die Interpretation des Wirklichen durch literarische Darstellung oder Nachahmung bezeichnet. In seinem Buch werden zwischen der Mimesis, dem modernen Realismus und den gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstehenden Avantgarden Zusammenhänge hergestellt, die auf die bis hierher skizzierte Bewegung von der Fiktion zum Fabulieren ein Licht werfen. Den Begriff der Mimesis selbst scheint er platonisch zu verstehen, allerdings verbunden mit dem Anspruch, den er auf Dante zurückbezieht, ich zitiere, in der Komödie wahre Wirklichkeit zu geben. Das könnte bedeuten, und ich würde es so verstehen wollen, dass die Literatur das Wirkliche nachzuahmen unternimmt, aber keineswegs einzelne Dinge, sondern tatsächlich gegebene soziale Lebensverhältnisse, die in der literarischen Bearbeitung eigentümlich gebündelt oder pointiert gelesen werden. In seiner historisch angelegten Studie besitzt ein Gedanke strukturelles Gewicht, der im französischen Realismus bei Émile Zola kulminiert. Die fortschreitende Loslösung von der klassischen Regel von der Unterscheidung der Höhenlagen, wonach das alltägliche Wirkliche nicht zum Gegenstand des höheren Stils ernster oder tragischer Darstellung taugt. Zola bringt das profane Leben rückhaltlos in den Blick. Zitiere Auerbach, Scheu vor den klarsten Worten und vor dem hässlichsten Vorgang. Die Kunst des Stils hat es ganz aufgegeben, in dem herkömmlichen Sinne angenehme Wirkungen zu erstreben. Sie dient der unerfreulichen, bedrückenden, trostlosen Wahrheit. Aber diese Wahrheit wirkt zugleich als Aufruf zum Handeln. So Auerbach. Dabei geht es um den Kern des sozialen Problems der Zeit, um den Kampf zwischen Industriekapital und Arbeiterklasse in seinen Augen. Im realistischen Roman kommt sozusagen eine sozialistische Wahrheit durch die mimetische Wiederholung und Zuspitzung der realen Lebensverhältnisse zum Vorschein. In diesem Sinne könnten wir auch sagen, dass sich in ihm eine historische Tendenz der Antifiktion erfüllt, sofern die bürgerlichen Ideologien und mit ihnen der ästhetische Schein oder Benjamins Aura auf Abstand gehalten werden. Zugleich ist das Wirkliche nicht einfach dasjenige, was übrig bleibt, wenn die ideologische Brille abgenommen oder der spektakuläre Fetischismus der Kultur enttarnt worden ist. Im Schlusskapitel zu Virginia Woolf wird durch eine bemerkenswerte Wendung, wie Rancière das nennt, ein Auflösungsprozess beschrieben, der sich bis in die vermeintlichen Realitäten hinein erstreckt und zur Zerfaserung der äußeren Handlung, zur Vervielfältigung der Erzählperspektiven und zu einer merkwürdigen Zeitenschichtung führt, die sich von der Gegenwart des äußeren Geschehens
löst. Aus meiner Sicht wäre es möglich, in dem von Auerbach hervorgehobenen beliebigen Augenblick eine im Fabulieren wiederholte Virtualität wahrzunehmen, der er selbst eine, ich zitiere, Wirklichkeitsfülle und Lebenstiefe zuschreibt, die in jedem banalen Vorgang des täglichen Lebens, wie in der von ihm als Textbeispiel ausgewählten Strumpfprobe bei Virginia Woolf, stecken würde. Jacques Rancière hat in Les Bords de la Fiction Auerbachs Überlegungen aufgegriffen und zum aristotelischen Verständnis der Fiktion in ein Verhältnis gesetzt. Ihm gelingt es nochmals von anderer Seite, die Ambivalenz der realistischen Ausrichtung der Literatur deutlich zu machen. Die von Aristoteles poetologisch beschworene Handlungsfähigkeit kennzeichnet er als eine elitäre. Denn die meisten Menschen handeln nicht im eigentlichen Sinne des Wortes, bei Aristoteles. Die klassische fiktionale Rationalität betraf also nur einen sehr kleinen Teil der Menschen und der menschlichen Tätigkeiten. Höchstens werden die gewöhnlichen Geschichten unwichtiger Leute in der Komödie aufgeführt. Im Zeitalter der Moderne wird aber laut Rancière das klassische Schema nachhaltig erschüttert. Er konstatiert sowohl eine Veränderung, welche die Handlungsfähigkeit von den wenigen zu den vielen verschiebt, als auch eine Spaltung der fiktionalen Rationalität. Diese Spaltung lässt sich auf die Differenz zwischen einer fiktionalen Fantasie und dem Fabulieren beziehen. Während der moderne Realismus noch weitgehend im aristotelischen Schema operiert, wenngleich die vielen bereits als Handlungsträgerinnen aufgewertet werden und mit ihnen das alltägliche Leben, verwandelt sich das Handlungsprinzip selbst bei Virginia Woolf und vielen anderen grundlegend. Dazu Nummer Rancière. Der wesentliche Vorgang ist die Aufhebung der Trennung, die der empirischen Abfolge banaler Tatsachen die fiktionale Rationalität der Handlungsverläufe entgegensetzte. Damit ist nicht zuletzt die erkenntnistheoretische Unterscheidung des Realen und des Imaginären adressiert, die einerseits die wissenschaftliche Forschung konsolidiert und andererseits die Autonomie der Künste begründet und auf diese Weise ihr Illusionspotenzial diesseits aller Täuschungsabsichten rechtfertigen will. Wird die abstrakte Kunst radikal gegen die mimetische gestellt, so manifestiert sich darin wenigstens immer auch die Tendenz, ihre Wirklichkeit aus der imaginären Anordnung herauszulösen. In der begrifflichen Analyse des Zeitbilds, kommen gleich zum Schluss, werden von Deleuze nicht nur das Fabulieren und die Virtualität sowie die in ihn angelegte Problematisierung des binären Modells real fiktiv verhandelt. Vielmehr tritt noch ein weiteres Element hinzu, das gleichsam die Potenziale des Realismus oder anders gesagt die Potenziale der modernistischen Auflösung der illusionistischen Scheinwelten in das Minoritärwerden des dekolonialen Kinos übersetzt. Das Fabulieren entwickelt Deleuze nahezu ausschließlich in einem dekolonialen Kontext und in ihm entfalten sich auch die besonderen kollektivierenden Merkmale, die es auszeichnen. Das könnte ein Grund der explosiven Popularität des Fabulierens sein. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Erzählung, Récit, und die von ihr im Film transportierte Relation von Subjekt und Objekt. Zitiere: Üblicherweise ist objektiv das, was die Kamera sieht, und subjektiv das, was die Figur sieht. In der Erzählung werden daher Bilder entstehen, die aus den vielfältigen Relationen, die Kamera sieht die Figur und das, was die Figur sieht, die Figur wird gesehen und sieht selbst, heraus entstehen und sich gegenseitig kontaminieren, wenn etwa bei Pasolini im poetischen Film die Kamera das Sehen der Figur simuliert und mit der freien, indirekten Rede verschmilzt. Im realistischen Kino, im Dokumentarfilm oder in der Reportage, die sich beide der Fiktion widersetzen, würde es darum gehen, nach Deleuze, zitiere, die realen Milieus, Situationen und Figuren objektiv sichtbar zu machen und die Sichtweisen dieser Figuren selbst zu zeigen. Das heißt, ihre situierte Wahrnehmung der Lebensumstände. Nach Deleuze kommt es hier darauf an, dass die fiktionale Rationalität im realistischen Anspruch selbst fortbesteht,
auch wenn mit ihm bereits eine Reihe etablierter Fiktionen aufgegeben wird. Zitiere: Genau dies hatte Nietzsche gezeigt, dass das Ideal des Wahren im Herzen des Realen die tiefste Fiktion ist. Nur hatte das Kino sie noch nicht entdeckt. Sie wird aber entdeckt, wenn noch in der Realität die Macht der Repräsentation, der unbeirrte Glaube an unveränderlich fortbestehende Verhältnisse, ihre in der Vergangenheit zementierte Bedeutung und so weiter ausfindig gemacht werden. Pierre Perraults Kritik im Cinéma du Vécu richtet sich grundsätzlich auf alle Fiktion, sofern sie das Modell einer schon bestehenden Wahrheit darstellt, das notwendigerweise den Blickwinkel des Kolonisators ausdrückt. Das Fabulieren richtet sich gegen die Fiktion. Die Fabulation eines Minoritärwerdens, zitiere Deleuze, sofern sie dem Falschen die Macht verleiht, die aus ihm ein Gedächtnis, eine Legende, ein Monstrum entstehen lässt. Deleuze sieht bei Perrault und bei vielen anderen, zum Beispiel Shirley Clarke oder Jean Rouch, im Film die Erfindung eines Volks, das weder fiktiv ist noch bereits real vorhanden, weil es erst im Fabulieren hervorgebracht wird. Es sind Prozesse des Anderswerdens, die erzählt werden. Und sie werden nicht erzählt, ohne in diese Prozesse einzuführen, in virtuelle Verhältnisse temporaler Strukturen, welche die Person im Film, weil sie als eine reale Person erfindet und umso realer wird, je besser sie erfunden hat, kontinuierlich an das Vorher und Nachher zurückbindet, die beide ein unmittelbares Zeitbild konstituieren. So Deleuze. Noch eine Seite. In Analogie zum Verhältnis von Kino und Realismus wird das Fabulieren als ein Sprechakt bezeichnet, der kollektive Aussagen produziert. Der Sprechakt steht bereits in Milplateau im Mittelpunkt einer pragmatisch genannten Konzeption der Sprache, die in die gesellschaftlichen Machtverhältnisse eingebettet ist. Dabei gehen sie nicht in ihre die Macht dispositive, stabilisierenden Funktion auf. Zugleich sind sie Teil einer epistemologisch nicht regulierten Praxis, die als eine politische Dimension der alltäglichen Rede konkretisiert werden kann, etwa im Sinne der an Kafkas Schreiben exemplifizierten kleinen Literatur. In der Analyse des dekolonialen Kinos werden diese Aspekte zusammengeführt und mit einer fabulativen Kollektivität verbunden, die sich nicht auf ein gegebenes Volk oder andere, sei es gemeinschaftliche oder gesellschaftliche Einheiten wie Familie oder Klasse, bezieht und ebenso wenig aus gegebenen individuellen oder privaten Stimmen aufzubauen vermag. Sie ist als ein heterogenes Ensemble aufzufassen, das sich mit seinen kontingent geknüpften Relationen in einem permanenten Transformationsprozess befindet. Im dekolonialen Kino fehlt nicht nur das Volk, sondern es wird adressiert als eine Vielzahl minoritärer Existenzen, die im Fabulieren eine gleichzeitig mögliche und wirkliche Veränderung erfahren. Zitiere, Deleuze nochmal aus dem Kinobuch, das Volk fehlt, da es lediglich als Minorität existiert. Sein Werden, das Minoritärwerden, speist sich aus einer relationalen Virtualität, die sich in Praktiken der immer fragmentarisch verfahrenen Kollektivierung aktualisiert. Es kann sich dabei nicht um einen Mythos handeln, sofern mit ihm lediglich in der Vergangenheit eine vorkoloniale Identität beschworen werden soll. Und es kann sich auch nicht um eine Fiktion handeln, sofern sie von einem tätigen Individuum stammt, das seine Handlungsmacht aus dem kolonialen Kontext bezieht und im Privaten das Politische exkludiert, das es nicht bereits von vorn bis hinten mit einer kollektiven Agenda durchzogen hat. Wir haben es hier mit dem letzten Merkmal eines modernen politischen Kinos zu tun, das sich selbst Bedingungen von Kollektivität herstellt. Der Autor geht einen Schritt auf seine Figuren zu, aber die Figuren gehen auch einen Schritt auf den Autor zu. Doppeltes Werden. Das Fabulieren ist kein unpersönlicher Mythos, aber auch keine persönliche Fiktion. Es ist eine Rede in actu, ein Sprechakt, durch den die Figur fortwährend die Grenze überschreitet, die ihre Privatangelegenheiten von der Politik trennt und selbstständig kollektive Aussagen produziert. Bei Ousmane Sembene oder Glauber Rojas verkörpert der Sprechakt eine kollektive Stimme, die nicht zum Schweigen gebracht werden konnte und sich wie in Trance an der Erfindung eines künftigen Gedächtnisses beteiligt. Letztes Zitat. Der Sprechakt muss als fremde Sprache in einer Herrschenden entstehen
um gerade die Unmöglichkeit auszudrücken, unter dieser Herrschaft zu leben. Dankeschön.